Schalke 04, verloren gegen Karlsruhe. Das war, glaube ich, der Bruch für viele Schalke-Fans, was ich so im Internet auf jeden Fall gesehen habe. Aber ich bleib dabei. Wie viele Punkte hat Schalke? 7 Punkte oder so nur, ne? Oder laber ich Scheiße? 7 Punkte hat Schalke nach 10 Spieltagen. Die haben jetzt 5 Punkte Abstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Die sind gerade in der Relegation. Musst du dir mal überlegen. 14 zu 23 Torverhältnis. Boah, das ist schon hart, Digga. Das ist wirklich hart. Einen wunderschönen guten Morgen aus Mainzer! 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 Leute, wir haben wunderschön geschlafen, haben noch die Nacht bei Tom Abi verbracht. Ich freue mich schon aufs Derby Dortmund 2 gegen Schalke. War wirklich. Wobei Dortmund 2 steigt vielleicht auf, aber ich glaube, die dürften nicht aufsteigen, oder? Ich glaube, Dortmund 2 ist Vierter. Das Fußballlexikon hat gesprochen. Ja, sagen wir mal, sie dürften nicht, ne? Nee, eine Liga muss dazwischen sein. Das ist ja aber voll irgendwie, weiß ich nicht. Schade. Das war, glaube ich, mal irgendein Club war mal richtig weit oben. War das sogar nicht Freiburg? Ich glaube, Freiburg 2 war richtig, hat sogar Erster oder Zweiter wurden die durften dann aber nicht aufsteigen. Schade um die Jungs, ne? Gut genächtigt da, Dankeschön. Freunde, und jetzt geht's. Bayern 2 war das. Als Okay. nächstes natürlich nach Karlsruhe. Ich habe es euch angekündigt. Schalke Stadion Vlog darf auch nicht fehlen, muss auch kommen. Heute wird supported. Faktenlage, würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Trainer und wir sind mal wieder motiviert, aber sollten wir verlieren. Achso, ich habe übrigens, mir fällt gerade auf, neue Firma wird vorgestellt, wahrscheinlich, ist noch nicht zu 100%, am 5.11. 5 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und damit einen wunderschönen Start in den Tag. So, ganz kurz das Dann kann ich mich eigentlich Snap-Eisen auf die bewerben. Tankstelle. Nochmal ganz kurz was zum. Nur deine oder mehrere Leute dabei? Mehrere Leute. Ich würde auch stark behaupten, ihr kennt sie. Frühstücken aufgeladen. Muss nämlich heute echt früh los, ne? 13:30 Uhr auf dem Sonntag die 2. Liga-Spiele. Ja, auch brutal, sag ich dir ehrlich. Dann kommst du hier noch aus einer fremden Stadt. Da muss er auch wollen, ey. Schau mal übrigens hier, Freunde. Neue Schalke-Kollektion. Gib League für Clip. Ich kann kein. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es wurde mir echt. Es geht nicht. Es geht nicht. Kumpel und Malora Club wird heute ein Malora. bisschen Flagge gezeigt. Ist auch wichtig. Es läuft gerade absolut scheiße bei unserem Verein. Dass man treu bleibt. Unser Team aus überall. Wir sind Schalker, keiner mag uns, scheißegal. Wir sind Schalker. Jan und Piet und Tobi lieber. Oh, da ist die Laune noch gut. Ist unsere Fußballgarnitur. Ey, da ist einfach eine Kirmes, Digga. Lass mal Kirmes gehen, spontan. Kirmes, das heißt bei uns Rummel und das ist richtig assi geworden. Rein da, Junge, vamos. So, Freunde. Wir sind angekommen am BB-Bank. Jan, Liebe für 32 Monate. Stadion. Erste Mal Piet für mich 9. in Karlsruhe. Tobi im 15. Digga, ich lerne jetzt diese Woche im mit dir 19. richtig neue Stadien kennen, Alter. Also kommen wir. Was für Rummel? Rummel heißt das bei uns. Bei uns heißt das Rummel. Rummel, Kirmes, Volks. Irgendwas gibt es, glaube ich, auch. Volkspark oder so. Mal ganz kurz zur Ausgangslage. Die bin ich euch noch schuldig. Schalke steht unten drin. Das Ziel war eigentlich der direkte Wiederaufstieg, aber wir sind dieses Jahr echt scheiße. Nach Kreuzer, der Interimstrainer war, und Thomas Reis ist jetzt mit Gerards. Der dritte Trainer diese Saison auf der Bank. Und ich bin mal gespannt, was der Mann zu leisten vermag. Wir werden sehr wahrscheinlich Dreierkette spielen. Fährmann ist zurück im Kasten. Und Simon Terodde wird wieder von Anfang an spielen. Ich bin gespannt. Ich finde, Gerards macht eigentlich einen guten Eindruck. Er will die Siegermentalität zurückholen. Ich hoffe, wir fangen heute damit an. Fairerweise muss man dazu sagen, bei Karlsruhe läuft es jetzt auch nicht überragend. Die müssten, glaube ich, Tabellen-14. sein. Ne, die sind, glaube ich, nur ein Platz vor uns, oder? Ja, 14. oder 15. irgendwie sowas, ne? Die habe ich in meiner Saison-Prediction auch weiter höher getippt. Ich dachte, so ein bisschen Stindl-Effekt. Aber ja, beide Mannschaften, beide Traditionsvereine richtig mit Problemen. Mein Tipp heute, 1-3 für Schalke. Finn? Ja, ich sag, dass wir ein 1-2 Arbeitssieg. Und da sind wir. Am Stadion angelangt, wir laufen mal dem Finn hinterher. Der Mann hat den Durchblick. Muss mal gucken, wo wir hin müssen. Hey, hier ist auf jeden Fall auch schon gut was los. Parksituation war deutlich entspannter als gedacht. Ja. Wenn da Süd ist und wir zu Osten ist, dann müssen wir eigentlich in die Richtung, oder nicht? Arbeit war es auf jeden Fall, schreibt einer. Gala, spielen die eigentlich morgen, ja, ne?
Morgen geht's rund, Chat. Morgen geht's rund. Morgen ziemlich wahrscheinlich auch vormittags. Weil danach online, boah, ich weiß nicht, ob ich Watch Party wäre, aber eigentlich auch lustig von dem Game. Aber das ist halt, Digga, alle gucken sich das halt an, ne? 18.45 Uhr, wirklich an die UEFA. Warum zur Hölle habt ihr das gemacht? Falls Galatasaray gewinnt, sind die erster Platz. Und dann, meine lieben Freunde, sind wir alle nicht mehr sicher. Dann sind wir alle nicht mehr sicher. Auf einem Sturm gefasst machen müssen wir uns dann. Macht euch auf einem Sturm gefasst. Also Stadion hier übrigens so an der Seite, offen. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Da hinten seht ihr Fanshop, Schorlebar, so ein paar Buben. Und wenn wir uns einmal hier drehen, zack, 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 geht's dann hier nachher ins Stadion rein. Wir müssen aber einen Block weiter nach rechts. Oder finde ich eigentlich? Echt ganz schick, muss ich sagen. Ist schön. Gehen wir an die Schorlebar oder was? An die Schorlebar. An die Schorlebar, let's go. So, Weißweil. Guck mal, der Kollege. Guck mal. Warte. Danke schön. Guck mal, wie er ihn hier anguckt. Der hat gar keinen Bock. Der erzählt ihn, hey, guck mal, das ist ein YouTuber. Der denkt sich, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Spiel, guck mal. Influencer raus. Guck mal, achte mal auf ihn. Guck jetzt. Die Schorlebar oder was? Guck mal, anguckt von oben nach unten. An die Schorlebar, let's go. So, Weißweil, ein Schorlen, zwei Stück. Ein YouTuber. Und zwei Bier. Zahlt sie hier entspannt mit 27 Flocken für. Was? 27 Euro? Das ist ein gutes Investment. Ich hab da keinen Kommentar zu. 27 Euro, Junge. Vielleicht ist da ein bisschen Was? Gold mit drin. Sieht aber gut aus. Digga, das ist respektlos. Mit Fahrtürner ist. Ich glaube, die 2 Euro für den Becher. Ach, 7,20 Euro wird's. Bis hier, ich nehme den mit. Und rein da. Hey, was geht? Machen wir. Guck mal hier. Schönes Ding. Im Karlsruher Stadion und direkt beim Auswärtsblock. Das ist doch geil, Alter. Ja, sieht doch schick aus hier. Tschüsschen. Guten Nuss. Schalke-Spieler machen sich da hinten auch schon warm. Uedra Ogo, ich glaube, der spielt Startelf. Die in den Leibchen müssten Bank sein. Warte mal, dann ist Aue ja ein Bank. Das ist ja wild. Der passt eigentlich perfekt rein, die Dreierkette vom Gerards. Ja, weiß ich nicht. Und hier, Ralle heute im Kasten. So, Aufstellung ist draußen. Ich habe mich irgendwie verguckt. Also, Aujan spielt dort. Schallenberg fliegt aus der Mannschaft raus. Tempelmann und Seguin auf der Doppel-6. Kabadai, rechter Wingback. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kaminski, Baumgartner, Kalasch. Fährmann in der Hütte. Terodde lassen wir vorne. Und Karlsruhe mit so einer engen 27, nicht 27. 27 Euro ist richtig. Digga, dann kostet das Bier noch mehr als die Karte. Also, bei Hertha kriegst du teilweise Karten, kommt ein bisschen aufs Spiel an. Ich weiß, dass meine Schwester war im Stadion gegen Hertha gegen Fürth und da hat sie, glaube ich, irgendwie 20 Euro bezahlt. Für alles, Edi. Mann, das so, ja, okay. Auto oder was? Aber trotzdem teuer. Müssen wir mal schauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Karel Gerards ja Dreierketten-Typ, weiß ich. Also, und fehlt halt eigentlich der rechte Wingback, sonst finde ich den Kader dafür gut. Wollen wir mal schauen. Fairerweise muss ich dazu sagen, mir ist eigentlich alles egal. Ich will einfach nur einen Trainer haben, der auf Uedra Ogo setzt. Alles andere juckt mich eigentlich nicht. Weil der ist ja wahrscheinlich eben Sommer für 7 Millionen, dann nach Leipzig, von daher. Eigentlich auch scheißegal. Was machen wir eigentlich, wenn wir noch aufsteigen? Was machen? Ja. Ich kenne mich doch nicht besaufen. Was ist das für eine Frage? Und damit zurück ins Studio. So, hier links übrigens im Bild, ne, da. Die Südkurve müsste das sein, von Karlsruhe. Da ist deren aktive Fanszene. Und wir haben da unten gerade sogar, da, das Maskottchen gespottet. Vom KSC. Der Willi. Der Mann, der Arme redet vom Aufstieg. So ist er. So, ein bisschen Abschlusstraining. Gut so. Ja, Terodde ganz überlegt. Gut so, Simon. Osten, sieht eigentlich ganz gut aus. Flanke kommt, Aujan und Jalla. Ne, Kabadai von rechts. Ah, bisschen Zielwasser trinken. Vielleicht auch ein kleines Schorlegewitter für Terodde. Also bei Karlsruhe läuft gerade die Hymne. Aber wir kriegen davon nichts mit, weil das hier passiert. Geil, Alter. Ich werde auch demnächst mal wieder im Auswärtsblock sein. Ah, ist so brutal, Alter. Oh, die Mannschaften kommen rauf. Let's go. Rein da. Auf ein gutes Spiel. Machen wir's. Rührt die Sahne. Gespannt, was es hier heute gibt. Jetzt geht's gleich rund. Ich war noch nie im Stadion, würde aber gerne mal hin. Ich kann dir sagen, so, dass in Videos Stadien immer
nicht, also nicht annähernd so cool sind, wie als wenn du dann vor Ort bist. Das ist richtig geil. Kommt ein bisschen aufs Spiel an. Für viele ist es sehr, sehr teuer da, die Karten natürlich. Die sind teilweise schon sehr teuer, die Karten. Aber es gibt manchmal auch, finde ich, humane Preise. Kommt ein bisschen aufs Spiel an und so, die Plätze und sowas. Singen wir mal wieder blau-weiße Lieder, weil es uns glücklich macht. Heute muss eine Serie gestartet werden. So, Karlsruhe wird anstoßen. Und dann geht's los. Man sieht hier übrigens schon die Dreier- respektive Fünferkette von Gabriel Gerards. So, alles anspannen. Neue Grundordnung. Und alles anspannen. Schalke im 3-5-2. Ich bin gespannt, wie sie es lösen werden. Na, jetzt nicht direkt gegen Dortmund. Alles gut. Boah, Karlsruhe fast direkt einen Elfer bekommen, Alter. Es war schon wieder eine richtig gute Abstimmung zwischen Baumgartel und Fährmann. Ich glaube, es wird gecheckt. Naja, Ecke. Okay, alles gut. Ah, richtig. Oh Gott im Namen, Digga. Chill mal bitte. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Oh. Ist das frech? Oh. Stark? Oh. Stark? Opa! Oh. Opa! Was macht er mit dem? Der Mann ist so am Ballen. Der ist so am Ballen, der Mann. Der will so wechseln, der Mann. Oh, Fährmann mit dem dicken Fehlpass. Oh, Bro. Boah. Das ist schon hart, ey. Das ist schon wieder sehr interessant, ne? Wahnsinn. Spielt nur Karlsruhe. Spielt nur Karlsruhe. Stark, Fährmann. Eieiei. Eieiei. Das ist wirklich Wahnsinn. Alter, das ist ja lächerlich. Ey, okay. Alter, also wirklich. Das knallt da wirklich schon rein, ne? Also, lassen die Stimmung kippt, Chat, die Stimmung kippt. Es ist Wahnsinn. Geh, oh. Also ganz wirklich, war es hier nach einer Viertelstunde. Karlsruhe ist in allen Belangen überlegen. Ich hab gedacht, unter dem neuen Trainer wird alles besser. Karlsruhe-Fans sind da. Deren Mannschaft macht ein richtig gutes Spiel bis jetzt. Hätte auch schon 1-0 führen können. Dominierendes Spiel, haben den Ball, geht immer wieder über außen. Guck dir das an. Das ist absolut gestört. Wir werden ja an die Wand gespielt. Rumgebettelt. Rumgebettelt. Das ist Wahnsinn, ehrlich. Und vor dir klatschen sie sich ab. Boah, vor dir wird nochmal abgeklatscht. Rumgebettelt. Und zack. Boah, ist echt scheiße. Hat sich angefühlt, als wenn wir gegen Man City spielen, hat hier einer geschrieben gerade. Fahr einfach Karlsruhe. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Die Kammer ist so doof. Wir haben 25 Minuten schon gewendet. Das ist geisteskrank, wirklich. Es war original wie DFB-Pokal-Bundesliga gegen Oberliga. Leon darf wieder verschenken. Was habe ich trotzdem auch gedacht, dass es besser wird? Ja, und da ist gute Laune. Da springen sie alle, da ist gute Laune. Ich hätte auch mal so gerne wieder gute Laune. Und die Fans sind trotzdem komplett da, ne? Mambara-Fans. Das ist Wahnsinn. Die sind trotzdem komplett da. Ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, ob die Mannschaft das verdient hat. Okay. Ah. Ich war in das Dorf, ich das erste Mal im Strafraum vom Gegner. Ja, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wir werden hier von Karlsruhe bespielt, als wären die Bayern München. Guck dich mal an. Ich bin mit 11 Leuten hinten drin. Digga, könnt ihr sich mal bitte bewegen? Es ist so geil, wie scheiße wir sind, wirklich. Es ist wirklich auch ein bisschen... Anschneiden, Chat, jetzt geht's los. Anschneiden, der Zug. Der Zug ist losgefahren. Also ich glaube, wir haben 10% Ballbesitz.
Passquote müsste so in den 30er% sein. Zweikämpfe führen wir nicht. Ja. Okay. Top! Ah. Wir waren im Strafraum. Komm, geh! Gut dabei. Lauf! Alleine. Lauf, Junge! Zum Tor und alleine machen. Alleine, alleine. Boah. Was machst du? Digga, ich krieg einen Kotzreiz, wirklich. Kann man es so verkacken? Ey. Wirklich, Alter, das ist geisteskrank. Aber ich will nicht machen. Diese kurzen Momente der Hoffnung sind die schlimmste. Ja, ohne, ich predige es ja seit Tag 1. Es kann kein vollkommener Bruch sein ohne die Hoffnung. Die Hoffnung macht das Ganze erst vollkommen, Chat. Ganz nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Digga. Ey, ist das Wahnsinn, wirklich. Verrückter Cut. Das ist geisteskrank. Und da geht sogar rein. Digga, das ist geisteskrank. Wie kann man so scheiße sein? Wie kann man so scheiße sein? Ich verstehe es nicht, wie kann man so scheiße sein? Ich schwöre, eine Kreisliga-Mannschaft. Digga, der Mann, der braucht auch noch mal ein paar Bierchen. Guck mal, der will die Sorgen ertränken hier, der Kollege Schnüsche im Hintergrund. Der hat das mittlerweile das fünfte Bier und da ist nicht mehr drin. Und der will sich trotzdem. Der will den Schmerz betäuben. Guck mal hier. Schau dir die Becher an. Da ist aber nichts mehr drin. Selbst das fünfte Bier betäubt die Schmerzen nicht. Ich schwöre, eine Kreisliga-Mannschaft hat heiliges Messer. Karlsruhe sieht aus wie Bayern München. Kannst zumachen, wenn du. Machen einfach zu. Wenigstens die Weinschorle schmeckt gut. Auswärtsblock kommt, wir wollen euch kämpfen sehen. Kann ich verstehen. Und das ist wirklich gar nicht. Der holt sich ein Holzbier. Aua, aua, aua. Nach dem zweiten erstmal wieder ein paar neue Bierchen holen. Ja, kann ich verstehen. Was ihr hier gerade übrigens in 4K-Qualität seht, ist, wie die Mannschaft sich gegen die Niederlage stemmt. Sehr hohes Anlaufen, sehr intensiv. Pressing-Fußball. Digga. Oh ja. Alter. Oh, das ist sehr gefährlich, wie sie da den Gegner in Stresssituationen bringen. Ah, sehr schön, Tempelmann. Alter. Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Ui! Alter, warte, aber lass mich das nochmal angucken. Das habe ich jetzt gerade auch nicht ganz gecheckt. Guck mal. Also, gegen die Niederlage stemmt. Sehr hohes Anlaufen. Achte mal auf Terodde. Anlaufen. Sowieso. Sehr intensiv. Der ist sich voll unsicher. Okay, soll ich jetzt anlaufen oder nicht? Soll ich ihn jetzt anlaufen oder nicht? Pressing-Fußball. Achte mal auf ihn. Achte mal. Oh ja. Oh, das ist sehr gefährlich. Aber sie, ja. Gefährlich, wie sie da den. Das ist ja gut hier. Der macht's eigentlich gut. Eigentlich hat jeder Mann. Gegner in Stress. Da kommt der lange Ball. Ah, sehr schön, Tempelmann. Das ist einfach. Ist das geisteskrank? Ui! Ich möchte einfach nur ins Bett. Ich möchte schlafen gehen um 14 Uhr. Und da bin ich Halbzeit. Hilfe von den Schalker-Fans. Na. Verständlich. Ja. Halbzeit-Fazit. Wir halten gut dagegen. Es ist ein sehr gutes Spiel von uns. Und ich bin sehr zufrieden damit. Der Mann ist gerade aggro, ja? Der hat einen roten Kopf. Der macht jetzt gerade keine Bilder. Broski, der macht gerade keine Bilder. Meine Güte. Jetzt halt mal den Sammel da, wirklich. Na gut, der ist gerade dabei, ein vernünftiges Outro aufzunehmen, eine Halbzeitanalyse. Damit, wie wir spielen, das ist richtig geil, muss ich sagen. Das ist überragend. Das ist richtig, richtig schön. Digga, ich weiß gar nicht, was das hier für eine Aktion ist. Die Mannschaften kommen gerade wieder raus. Jetzt knallt dir die Sonne in meine Fresse. Hier steht der Schweiß auf der Stirn. Werde ich wenigstens noch ein bisschen braun hier. Es wird nicht besser, Freunde. Es wird nicht besser. Die zweite Halbzeit startet jetzt und ich bin mega gehypt. Jetzt kommt die Aufholjagd. Mannschaft kommt raus. Ich weiß Bruno, gar nicht genau, wo die Pfiffe herkommen, ob das jetzt Karlsruhe oder wir selber sind. Es ist beides verständlich. Der Auswärtsblock von Schalke hat übrigens jetzt schon längere Zeit den Support komplett eingestellt. Fahnen sind nach vorne gegeben worden. Ich kann das komplett verstehen.
Ich würde es auch nicht machen. Was die hier spielen, Karlsruhe vor dem Spiel 2 Punkte vor uns gewesen. Die spielen uns hier an die Wand. Und da fällt beinahe das Dritte. Es hätte ja auch echt viel höher ausgehen können, der Lachs hier, ne? Aber den Karlsruhe-Fans ist die Stimmung gut. Oh mein Gott! Das ist Wahnsinn, Digga. Danach gab es einen guten Cut, das sage ich euch. Das ist nicht nur bei Oberhitter. Oh mein Gott! Cut. guter Kader. Muss ja hier alles noch monetarisiert werden. Wahnsinn, Digga, ehrlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Ey, ist das scheiße. Ecke. Eieiei. Hey Mann, das ist so krass, Digga. Der versucht den Hackentrick, Mann. Hey Mann, das ist so scheiße, Alter. Hallo Melina. Boah, geiler Ball. Sehr geil dabei. Oh, das war gut! Oh, oh. Ich finde, Schalke spielt zweite Halbzeit gut. Wahnsinn! Wir haben Fußball gespielt! Einfach ein Pass reicht aus, damit die Fans wieder da sind. Ah, Digga, und dann so was lang, Mann! Matriciani mit dem Eigentor. 0-3. Henning Matriciani mit dem Eigentor. Und da ist es vorbei. Da wurde das nächste Bierchen geholt. Oder die nächste Schorle. Ist das geil, ist das geil. Ja, muss man nicht machen, das Ding. Ui, da geht noch was. 2 Minuten noch. Die betteln einfach ums Vierte. Das ist der Wahnsinn. Ah ja. Spiel ist vorbei. Wahnsinn. Eine schöne Auswärtsfahrt. Die Mannschaft kommt in die Kurve und es gibt ein sehr lautes Pfeifkonzert. Vollkommen zurecht. Schalke-Spieler gehen jetzt sogar in die Auswärtskurve, stellen sich da den Fans. Ich kann jegliche Verärgerung verstehen, muss ich sagen. So 1 Million% verständlich. Will es irgendeine Aussprache geben? Ich kann es verstehen, was soll ich erzählen? Ja, da hinten ist die Stimmung. Ein bisschen. Oh, die durften sich da was anhören, Chat. Auf jeden Fall. Ups. Besser bei Karlsruhe. Die feiern ihren absoluten Kantersieg. Wir sind aus dem Stadion jetzt raus. Es wird jetzt eine legendäre 5-stündige Rückfahrt. Oh, Digga, die war echt, Digga. Danach erstmal ins Stream angeschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich als Matchfazit sagen? Also, das ist das Unterirdischste, was ich seit langem gesehen habe. Also, weißt du, wäre das letzte Spiel von Thomas Reis oder so gewesen? Ich hätte es verstanden, aber unter einem neuen Trainer sich so auf die Knochen zu blamieren. Wir lassen Karlsruhe aussehen wie fucking Bayern München, Alter. Ich komme wirklich nicht klar. Ich weiß noch nicht, wo mein scheiß Auto steht. Ich bin einfach sauer, wirklich. Es gibt kein Abschiedsfazit. Sag einfach nur Tschüss und lasst ein Dislike da. Wirklich ein Dislike für diese beschissene Leistung. Ehrlich, ich habe absolut keinen Bock, jetzt nach Hause zu fahren. Ich bin am Auto. Ich sag Tschüss.
Wirklich, das ist bodenlos, Digga. Es ist bodenlos, Alter. Wie kann man 3-0 in Karlsruhe verkacken? Ich muss mich wirklich kurz abreagieren. Macht's gut, Freunde. Digga. FIFA Goals United, wir hoffen, es hat dir in Karlsruhe gefallen. Der ist mit 300 Sachen nach Hause gebrettert, ehrlich. Da wurde der AMG aber getreten bis zum geht nicht mehr.